LuxFit. Life intense. LuxFit. Life intense. LuxFit. Life intense. LuxFit. Life intense. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum zweiten LuxFit Live Workout am heutigen Donnerstag. Selina hat uns eben schon ein Bauch-Beine-Po-Programm vorgestellt. Mein Programm wird sich heute nochmal auf den ganzen Körper beziehen, das heißt ein kleines Ganzkörper-Workout. Organisatorisches, zum einen nochmal die Reminder, wir haben heute auch wieder unser Foodspring-Gewinnspiel. Das heißt, Hashtag LuxFit unter unserem Video als Kommentar lassen. Und am Freitag werden wir alle Gewinner der Foodspring Box kontaktieren. Was brauchen wir fürs heutige Workout als Equipment? Am besten, wenn ihr zu Hause habt, nochmal zwei Wasserflaschen. Kann ein Liter sein, kann anderthalb Liter sein. Falls ihr zu Hause einen Medizinball habt oder einen Ball, muss kein Medizinball sein, wäre das auch recht hilfreich. Ansonsten brauchen wir ein Handtuch und eine Matte, weil wir einige Übungen auch auf dem Boden durchführen werden. Kurz zu den Übungen, die ich heute gewählt habe. Wir haben 8 Übungen, werden die immer in Blocks machen, das heißt immer 2 Übungen in einem Block und jeweils 2 Runden der Übung. Erste Übung, die wir machen wollen, wir nehmen uns mal einen Medizinball zur Hand, wäre eine Squat-Bewegung, also eine Kniebeuge mit dem Medizinball. Wir gehen in die Squat-Position, halten den Medizinball auf Brusthöhe eng am Körper. Gehen runter in die Kniebeuge, strecken den Ball einmal nach vorne raus, bringen ihn wieder zurück zur Brust. Erst wenn der Ball an der Brust ist, wieder in die Streckung gehen. Das wäre die erste Übung. Und diese Übung kombinieren wir mit sogenannten Elbow-Push-Ups. Eine Push-Up-Variante. Dafür gehen wir mal auf die Matte. Ja, und wir fangen in einer Plank-Position an, das heißt auf den Ellenbogen aufgestützt. Und gehen jetzt vom Ellenbogen auf die Hände und wieder zurück auf den Ellenbogen. Ja, dabei darauf achten, dass wir immer den Rumpf schön unter Spannung halten, die Hüfte möglichst wenig kippen, das heißt die Hüfte versuchen gerade zu halten. Das wäre der Block Nummer 1, wir versuchen da 10 Wiederholungen pro Übung zu machen. Danach haben wir 2 Übungen auf dem Boden, eine Übung für die gerade verlaufende Bauchmuskulatur, sogenannte Sliding Crunch, dafür gehen wir noch mal kurz runter auf die Matte. Ja, wir liegen auf dem Rücken, Beine sind angewinkelt, wir legen die Handflächen auf die Oberschenkel und versuchen jetzt den Oberkörper vom Boden aufzurollen. Das heißt Brustbein so nah wie möglich an den Bauchnabel ranbewegen und langsam wieder nach unten zurückrollen. Ja, das soll man langsam und kontrolliert machen, das wäre jetzt eine Übung für die gerade verlaufende Bauchmuskulatur. Danach eine Übung für die hintere Kette, für den Rücken, und zwar nennt sie sich Superman. Ja. Wir gehen in Bauchlage, halten den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Arme sind gestreckt und versuchen jetzt mal Beine und Arme so weit wie möglich vom Boden abzuheben, kurz oben zu halten und langsam wieder auf den Boden zurückzulassen. Ja, Selina macht es mal vor, super. Davon auch 10 Wiederholungen, das Ganze 2 Runden. Das wäre der zweite Block. Dann können wir gleich auf der Matte bleiben. Wir haben als nächste Übung den Shoulder Tap. Wir gehen in eine Push-Up-Position, das heißt, achten darauf, dass die Handgelenke unterhalb des Schultergelenks positioniert werden. Wir brauchen eine Rumpfspannung, wir müssen den Rücken gerade halten, Gesäß ist angespannt und gehen jetzt diagonal mit der jeweiligen Hand an die diagonal gegenüberliegende Schulter.
Ja, und versuchen auch da die Hüfte möglichst gerade zu halten, also so wenig wie möglich zu kippen. Ja, auch da 10 Taps pro Seite. Und diese Übung kombinieren wir mit einer Side Plank. Und da wollen wir noch eine Rotationsbewegung des Oberkörpers mit einbauen. Heißt, wir gehen in einen Seitstütz. Ellenbogen auch hier unter der Schulter positioniert. Achten darauf, dass wir eine Hüftstreckung haben, dass wir den Körper praktisch in einer Linie haben. Und versuchen jetzt mal, den Oberkörper zu rotieren. Wir greifen um unseren Oberkörper rum, folgen dann auch mit unserem Blick unserer Hand und richten wieder komplett auf. Das machen wir dann auch 10 Wiederholungen pro Seite. Ja, das wäre dann der dritte Block. Und als letztes machen wir noch eine Übung, zum einen für die schräg seitlich verlaufende Bauchmuskulatur, der sogenannte Beetle Crunch. Selina macht es mal vor. Wir liegen in Rückenlage auf der Matte. Ein Bein ist gestreckt, das andere angewinkelt. Ein Arm gestreckt, der andere liegt hinterm Kopf. Und versuchen jetzt mal mit dem Arm oder mit der Hand das jeweilige Bein zu berühren, diagonal. Ja. Das ist eine relativ, von der Bewegungsamplitude her, eine relativ kleine Bewegung. Ja. Seitlich schräg verlaufende Bauchmuskulatur. Das machen wir dann auch 10 Wiederholungen pro Seite. Und die kombinieren wir. Dafür brauchen wir jetzt für die letzte Übung die Flaschen. Wenn ihr zu Hause eine Kurzhantel zur Hand habt, könnt ihr die natürlich auch nehmen. Ja, und versuchen ein vorgebeugtes Butterfly Reverse. Das heißt, wir gehen nochmal in eine, ja, kippen den Oberkörper gerade nach vorne. Ja, versuchen Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule zu halten. Und versuchen jetzt mal die gestreckten Arme so weit wie möglich nach hinten zu bewegen. Ja, am besten ohne Schwung, eine kontrollierte Bewegung. Ja. Und dabei auch immer schön beim nach oben ziehen, die Schulterblätter hinten zusammenziehen. Ja, auch davon machen wir dann 10 Wiederholungen und das Ganze 2 Runden. Ja, aber bevor wir jetzt loslegen mit den Übungen, machen wir ein kurzes Warm-up. Wir machen es nochmal ganz simpel, ja, und versuchen einfach eine Minute lang Jumping Jacks. Ja, so kriegen wir den ganzen Körper so ein bisschen aufgewärmt. Ja, mal an und ab geht's. Das Ganze eine Minute. Wirklich den Herz-Kreislauf-System ein bisschen auf Touren bringen. Falls ihr beim ersten Workout schon dabei wart, seid ihr wahrscheinlich noch aufgewärmt. Na, noch 10 Sekunden, noch 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Okay, dann würde ich sagen, ready to go. Wir schnappen uns den Ball. Ja, wenn ihr zu Hause irgendwas habt, ja, das kann auch eine Milchtüte sein, die einen Liter beinhaltet. Irgendein Gewicht, was ihr einfach festhalten könnt mit beiden Händen. Wir nehmen den Ball an die Brust, gehen runter in die Kniebeuge, strecken einmal den Ball nach vorne aus, nochmal zurück in die Ausgangsposition. Und erst wenn der Ball wieder an der Brust ist, versuchen wir, wieder nach oben in die Streckung zu gehen. Ja, wir gehen nach unten, strecken den Ball nach vorne, wieder ran und wieder in die Streckung. Ja, Selina macht. Ihr könnt ruhig versuchen, so tief wie möglich zu gehen. Solange euer Oberkörper aufrecht bleibt, euer Rücken gerade bleibt, ist das völlig okay. Knie sollten auch hier wieder in Richtung eurer Zehen zeigen. Das heißt, wir wollen die Knie nicht nach innen kollabieren lassen. Ja, wir müssen eine Außenrotation in der Hüfte forcieren. Ja, versucht Druck auf die Fersen auszuüben, das heißt das Körpergewicht, wenn ihr runtergeht, auf die Fersen zu verlagern. Stolze Brust, das heißt Brustbein sollte möglichst immer nach vorne zeigen. Ja, auch hier, das muss keine schnelle Bewegung sein, ja, aber eine kontrollierte Bewegung. Ja, Bewegungsqualität immer über Quantität. Das waren 10 Wiederholungen und wir gehen zu den Elbow Push-Ups. Wir gehen nochmal auf die Matte. Ja, Plank-Position, Ellenbogen unter der Schulter positionieren und wir gehen auf die Hände und wieder zurück auf die Ellenbogen. Versucht dabei, euer Rumpf anzuspannen, Bauch anzuspannen, Gesäß anspannen. Die Hüfte sollte möglichst wenig Bewegung haben. Ja, wir gehen 10 Wiederholungen lang auf die eine Seite. In der zweiten Runde werden wir dann von, ja, wenn ihr von rechts begonnen habt, dann von links beginnen. Das Ganze 10 Mal. Sehr schön. Und wir gehen direkt kurze Pause, einmal durchatmen, wieder in den Stand. Wir schnappen uns unseren Ball und machen die zweite Runde Medizinball-Push-Up, Squats.
Wir gehen nochmal nach unten, 10 Wiederholungen, einmal nach vorne raus, kontrollierte Bewegung, nicht nach unten fallen lassen, versucht kontrolliert nach unten in die Squat-Bewegung zu gehen. Sehr schön. Ja. Druck auf die Fersen, nochmal wichtig. Ja, schiebt eure Hüfte, euer Gesäß weit nach hinten tief. Ja, Blick immer geradeaus. Ja, merkt jetzt schon, auch wenn der Ball oder was auch immer ihr an Gewicht verwendet, auch da kann ein Kilo auf Dauer relativ schwer werden, weil der Hebel lang wird, wenn ich die Arme nach vorne rausstrecke. Ja, das heißt, auch die Schultermuskulatur muss jetzt hier bei der Geschichte arbeiten. Super, 10 Wiederholungen. Dann gehen wir nochmal zweite Runde Elbow-Push-Ups. Ja, versucht darauf zu achten, wenn ihr in der ersten Runde mit dem rechten Arm angefangen habt, versucht jetzt in der zweiten Runde die andere Richtung zu wählen. Das heißt, ihr fangt mit dem linken Arm an. Sehr schön. Ja, und versucht immer die Hand da zu positionieren, wo vorher der Ellenbogen auf dem Boden positioniert war. Ja. Rumpf anspannen, Gesäß anspannen, die Hüfte möglichst gerade halten, nicht so viel kippen. Ja, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Das heißt, ihr braucht jetzt in dieser Position nicht nach vorne schauen oder auf eure Füße. Ihr guckt praktisch zwischen eure Unterarme oder eure Hände auf den Boden. Ja, also keine Überstreckung in der Halswirbelsäule. Sehr schön, 10 Wiederholungen. Das war jetzt schon der erste Block. Dann kommen wir zum zweiten. Selina bleibt am Boden. Wir machen als nächstes die Übung für die gerade verlaufende Bauchmuskulatur. Sliding Crunch. Ja, wir legen uns nochmal auf den Rücken. Beine angewinkelt. Hände liegen auf den Oberschenkeln. Ja, und wir rollen jetzt vom Kopf, Kinn geht Richtung Brust. Wir rollen den Oberkörper Wirbel für Wirbel vom Boden auf, bis ihr nicht mehr weiter nach oben kommt. Oben kurz halten, langsam wieder nach unten ablassen. Auch hier kontrollierte Bewegung. Es geht nicht um Geschwindigkeit, es geht wirklich um eine saubere Ausführung. Möglichst viel Spannung auf die Bauchmuskulatur bekommen. Von der Atmung her versucht, wenn ihr hoch geht, auszuatmen. Beim nach unten gehen wieder einatmen. Auch das ist wichtig, nicht die Luft anhalten. Ja, sondern gleichmäßig atmen. 10 Wiederholungen auch hier. Sehr schön. Ja, ihr solltet da auch vielleicht das Gefühl haben, dass der Bauch langsam anfängt zu brennen. Ja, je langsamer ihr es macht, desto mehr Spannung bekommt ihr auf die Bauchmuskulatur. Auch hier 10 Wiederholungen, das sollte ausreichen. Danach in Bauchlage. Wir drehen uns einmal rum, wir wenden. Sehr schön. Auch hier ganz wichtig beim Superman, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule halten. Ihr schaut praktisch gerade vor euch auf den Boden. Ja, und jetzt nochmal Arme gestreckt und Beine gestreckt und alle Extremitäten nach oben anheben. Sehr schön. Ihr werdet da eine Spannung spüren, vor allem auch im unteren Rücken, im Gesäß eventuell. Ja, und langsam wieder aus der Spannung rausgehen. Oben eine Sekunde halten. Sehr schön. Auch das 10-mal, 10 Wiederholungen. Solltet ihr jetzt da irgendwo verspüren, ich habe da ein Zwicken im unteren Rücken, in der Lendenwirbelsäule. Ihr könnt auch, wenn es so zu intensiv ist, die Füße auf dem Boden lassen und versucht einfach mal nur die Arme nach oben zu heben. Und die Füße bleiben, die Zehenspitzen bleiben im Kontakt zum Boden. Ja, das ist dann etwas entschärfte Variante der Geschichte. Auch da 10 Wiederholungen, perfekt. Dann einmal wenden. Ich mache noch mal ein paar Wiederholungen mit. Sliding Crunch, nächste Runde, let's go, 10 Wiederholungen. Ja, oben kurz halten, langsam wieder zurückrollen. Nach oben ausatmen und nach unten wieder einatmen. Die Wirbelsäule schön aufrollen und genauso auch wieder nach unten abrollen. Ja, auch hier langsame, kontrollierte Bewegung. Ja, auch wenn ihr jetzt merkt, vielleicht in der zweiten Runde, ich komme nicht mehr ganz so weit nach oben, völlig okay. Einfach versuchen, so weit wie möglich den Oberkörper vom Boden aufzurollen. 10 Wiederholungen auch hier in der zweiten Runde. Okay, dann noch einmal wenden und wir machen die zweite Runde Superman. Sehr schön. Ja, man sieht jetzt hier schön, Celine hat eine sehr gute Beweglichkeit, die bekommt die Arme und
die Beine relativ weit vom Boden hoch. Also nicht verzweifeln zu Hause, wenn ihr jetzt versucht, die Arme hochzuheben in der Position und ihr schafft es nur 5 cm nach oben. Das ist völlig okay. Ihr geht einfach so weit nach oben wie möglich. Wichtig ist, versucht nicht mit Schwung zu arbeiten. Ja, ihr sollt eine kontrollierte Bewegung haben. Ihr sollt in der Lage sein, am höchsten Punkt circa eine Sekunde die Position zu halten. Ja, und dann ist das völlig okay. Auch da 10 Wiederholungen. Perfekt. Selina kann direkt am Boden bleiben. Das war jetzt der Block Nummer 2. Wir kommen zum dritten Block. Haben jetzt als erste Übung den Shoulder Tap. Ja, das ist Ausgangsposition, ähnlich wie bei einer Liegestütz, beim Push-Up. Ja, auch darauf achten, Rumpfmuskulatur anspannen. Wir wollen den Rücken gerade halten. Auch Gesäß sollte angespannt sein. Hände sind unter der Schulter positioniert, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt versuchen, mit der rechten Hand an die linke Schulter und umgekehrt. Immer wieder eine Hand nach oben nehmen, die andere bleibt natürlich am Boden. Und wichtig dabei ist, dass wir versuchen, die Hüfte möglichst gerade zu halten. Das heißt, keine Bewegung in der Hüfte, keine Bewegung im Rumpf. Das Einzige, was ich hier bewegen soll, sind tatsächlich die Arme. Ja, da versuchen 10-mal die jeweilige Schulter zu berühren, also insgesamt 20 Wiederholungen. Und dann zweite Übung im dritten Block wäre die Side Plank mit der Rotation des Oberkörpers. Ja, Ellenbogen unter der Schulter positioniert und ihr schaut immer auf eure Hand. Ja, folgt mit dem Blick eurer Hand, sodass wir auch die Halswirbelsäule mit rotieren können. Ja, achtet darauf, dass ihr den Körper in einer Linie haltet. Auch hier, wenn das zu schwer sein sollte, versucht einfach mal die Position statisch zu halten. Ja, das heißt, ihr geht in die Side Plank und versucht einfach nur zu halten, ohne die Rotationsbewegung. Weil das ist durchaus schon eine anspruchsvolle Bewegung, gerade wenn ich sie auch sauber ausführen möchte. Ja, wenn ihr jetzt nur haltet, versucht die Position vielleicht mal 30 Sekunden zu halten. Ansonsten 10 Rotationen. Perfekt, das war Runde 1. Wir gehen zur zweiten Runde im dritten Block. Also nochmal die Geschichte Shoulder Tap. Ich mache mal eine Runde nochmal mit. Push-Up-Position, Hintern, Bauch angespannt, Hüfte möglichst wenig kippen und auf geht's. Wenn ihr merkt, oh, ich kippe sehr, sehr stark mit der Hüfte. Ich habe Probleme, die Hüfte gerade zu halten. Ihr könnt die Füße hinten etwas breiter auseinander aufstellen. Dann wird es wesentlich leichter, auch die Hüfte in einer stabilen Position zu halten. 10-mal pro Schulter antippen. Und dann gehen wir in die zweite Übung. Nochmal die Side Plank mit der Rotation. Wie gesagt, sollte die Rotation zu schwer sein, einfach nur statisch die Position halten, 30 Sekunden. Wichtig ist jetzt, versucht euch auf den anderen Arm aufzustützen, nicht das gleiche wie in der ersten Runde. Ja, Selina macht das wunderbar. Wir wollen die ganze Oberkörper, die ganze Wirbelsäule rotieren. Ja, Hüfte bleibt schön oben. Perfekt, auch da reichen 10 Wiederholungen aus. Super, sehr schön. So, ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen am Schwitzen. Wir kommen zum vierten Block. Ja, der letzte Block, wir haben noch 2 Übungen. Einmal jetzt die Übung für die schräg verlaufende Bauchmuskulatur, der Beetle Crunch. Ja, dafür gehen wir nochmal in Rückenlage. Ja, und wir haben ein Bein gerade gestreckt, das andere im Kniegelenk 90 Grad Beugewinkel. Ja, und immer diagonal, jetzt in dem Fall fängt Selina an, linkes Bein ist gestreckt, rechter Arm. Und jetzt versuchen wir den Oberkörper, soweit es geht, aufzuräumen, mit der rechten Hand das linke Bein zu berühren. Das Bein geht wieder nach unten. Wichtig ist, dass wir das Bein oder die Ferse, den Fuß nicht auf den Boden ablegen, sondern wir halten die Spannung in der Muskulatur. Perfekt. Von der Atmung her auch hier, ähnlich wie beim Sliding Crunch, den wir eben hatten. Wir versuchen beim Hochgehen, bei der Anspannung auszuatmen, Bein nach unten gehen, wollen wir wieder einatmen. Ja, wir machen 10 auf der rechten Seite und jetzt 10 auf der linken Seite. Genau, also entgegengesetzte Geschichte. Auch da, ja, das ist keine große Bewegung, also keine große Range of Motion. Ja. Der Oberkörper, man darf jetzt nicht das Gefühl haben, ich muss den Oberkörper komplett vom Boden aufrollen. Ja, das ist eine relativ kurze Range of Motion, eine kleine Range of Motion. Sehr schön.
10-10, 10 Wiederholungen pro Seite. Und dann schnappen wir uns die Flaschen. Ja, und stellen uns dafür vielleicht mal gerade seitlich hin, genau. Ja, wichtig, hüftbreiter Stand, ja, ganz neutraler Stand. Ja, dann versucht mal euer Gesäß so weit wie möglich nach hinten zu schieben, leichte Beugung im Kniegelenk. Ja, ihr dürft aber auch ruhig einen leichten Zug im hinteren Oberschenkel verspüren. Ja, wichtig ist, Rücken gerade, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, perfekt. Und jetzt mit gestreckten Armen mal versuchen, die Flaschen so weit wie möglich nach hinten zu bringen, ganz kontrolliert, ja, ohne Schwung. Da arbeitet jetzt auch ein bisschen die Schulterblattmuskulatur, hintere Schultermuskulatur. Ja, haben eine statische Belastung auch auf dem unteren Rücken. Ja, wie gesagt, eventuell spürt man auch einen leichten Zug im hinteren Oberschenkel. Ja, wichtig ist auch hier, die Knie wirklich immer in Richtung der Zehen zeigen zu lassen. Also sie sollten nicht nach innen kollabieren. Ja, und ihr braucht auch bei der Bewegung nicht nach vorne zu gucken oder auf eure Füße, sondern ihr guckt schräg vor euch auf den Boden, haltet den Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule, ganz neutrale Position. Auch da 10 Wiederholungen, das reicht aus. Und dann gehen wir nochmal zum Beetle Crunch. Wir versuchen nochmal, ich mache nochmal eine Runde mit, versuchen nochmal 10 Wiederholungen pro Seite zu machen. Ja, ein Bein ist angewinkelt, das andere Bein ist gestreckt, ja, und wir versuchen nochmal nach oben zu gehen. Wiederholungen auf der rechten Seite und dann noch mal 10 auf der anderen Seite. Ja, auch da solltet ihr jetzt schon vielleicht ein kleines Brennen verspüren in eurer Bauchmuskulatur. Wenn ihr zwischendrin eine Pause braucht, wenn ihr merkt, ich habe jetzt 5 Wiederholungen gemacht und es geht nichts mehr, macht einfach eine Pause. Ja, kurze Pause, einmal tief ein, tief ausatmen und weiter geht's. Ja, ansonsten versucht die Pausen zwischen den Übungen so kurz wie möglich zu halten. Wir wollen versuchen, euer Herz-Kreislauf-System auch zu stärken und da euren Puls schön oben zu halten. Ja, deswegen ist es auch ein kurzes Workout. Ja, wir brauchen jetzt keine 45 Minuten zu machen, sondern kurz und knackig. Sehr schön. Dann schnappen wir uns noch einmal die Flaschen. Tipptopp, neutraler Stand, Oberkörper nach vorne gekippt, ja. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Arme gestreckt und ohne Schwung langsam und kontrolliert nochmal in die Butterfly Reverse Bewegung. Sehr schön. Ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, das waren jetzt 2 Runden pro Block, ja, ich bin noch nicht ausgelastet, ja, ich habe noch ein bisschen was im Tank, gerne auch eine dritte Runde, eine vierte Runde hinten dran, ja. Da ist nach oben hin eigentlich keine Grenze gesetzt. Ja, das heißt, wichtig ist, dass ihr nachher wirklich das Gefühl habt, okay, ich habe was geschafft. Ja, ich bin ins Schwitzen gekommen. Ja, ihr solltet also nicht nach dem Workout das Gefühl haben, okay, wann geht es jetzt los? Ja, ich könnte jetzt noch ein Workout machen. Ja, deshalb, ja, also immer angepasst an eure Leistungsfähigkeit. Macht gerne dritte, vierte Runde hinten dran. Wir haben es jetzt 2 Runden vorgemacht. Ja, für viele wird das wahrscheinlich schon ausreichen, wenn ihr die Pausen möglichst kurz gehalten habt. Und ansonsten war es das für heute, fürs zweite Workout. Danke dir, Selina, super gemacht. Ja, und danke euch fürs Einschalten. Denkt nochmal dran, Foodspring Gewinnspiel, Hashtag LuxFit unter unserem Video kommentieren. Am Freitag, sprich morgen Abend, werden wir alle Gewinner kontaktieren. Und ansonsten geht es morgen im Prinzip weiter. Wieder 17 Uhr Live-Workout mit Alex und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ansonsten schönen Abend, bis morgen. Ciao. LuxFit, live intense.